In diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps zum Handlettern. Aber was ist überhaupt Handlettering? Handlettering bedeutet so viel wie Kunst des schönen Schreibens. Man nimmt sich also Zeit, um etwas besonders schön zu schreiben. Hier siehst du ein paar Beispiele von fertigen Handlettering-Projekten. Man kann zum Beispiel Karten gestalten, aber auch Textilien oder Keramik können mit Schrift verschönert werden. In diesem Video konzentrieren wir uns auf das Handlettern auf Papier. Regeln gibt es beim Handlettering nicht. Du entscheidest, was dir gefällt und wie du es umsetzt. Ein paar Tipps oder auch Trends stelle ich dir in diesem Video vor. Tipp 1: Die richtigen Materialien. Du brauchst Papier und Stifte. Besonders geeignet ist ein dickeres Papier oder auch leere Karten, da hier kein Stift durchdrücken kann. Du kannst verschiedene Stifte verwenden. Für die Techniken, die ich dir in diesem Video zeige, ist vor allem ein Bleistift und ein Radiergummi, ein Feinliner und ein Filzstift sinnvoll. Auch Pinselstifte, Kreidestifte oder Gelliner sind für das Handlettering geeignet. Schau doch mal, was für Stifte du schon zu Hause hast. Tipp 2: Inspirationen sammeln. Schau dir vorher Projekte von anderen an und lass dich inspirieren. Für den Anfang kann es auch eine gute Übung sein, ein Handlettering-Kunstwerk nachzumalen. Gib einfach bei Google oder auch auf der Kreativplattform Pinterest Suchbegriffe wie Handlettering, Handlettering-Spruch, Kalligrafie, Schriftarten oder ähnliches ein. Auch Bücher zum Handlettering oder Postkarten können Inspirationen sein. Schau dich einfach in deiner Umwelt um. Tipp 3: Gestalte den Hintergrund zuerst. Falls du einen besonderen Hintergrund haben möchtest, dann gestalte diesen zuerst und lass ihn gut trocknen. Ich zeige dir zwei Vorschläge. Du kannst den Hintergrund mit Wasserfarbe bespritzen. Hierfür brauchst du einfach einen Borstenpinsel und Wasserfarbe. Oder du verblendest die Wasserfarbe mit viel Wasser. Hier ist ein weicher Pinsel geeignet. Tipp 4: Kombiniere verschiedene Schriftarten, um einen besonderen Look zu bekommen. Ich stelle dir ein paar Schriftarten und Effekte vor. Einen besonderen Effekt erhältst du, wenn du die Buchstaben besonders hoch ziehst. Alle nach oben gehenden Linien sind sehr lang. Die queren Linien sind nur kurz. Du kannst auch alle linken Striche doppelt zeichnen. Ähnlich ist es auch beim Fake Brush Lettering. Die Schrift soll wie mit Pinsel geschrieben aussehen. Hierbei malst du alle nach unten gehenden Striche dicker als die nach oben gehenden Striche. Du kannst für einen besonders starken Effekt auch Feinliner und Filzstift kombinieren. Außerdem kannst du immer zwischen der Größe, dem Buchstabenabstand und der Schräge der Schrift variieren. Dies funktioniert sowohl bei Druck und Schreibschrift. Tipp 5: Füge Zierelemente und Schnörkel am Ende ein. Du kannst Blümchen, Pflanzen, Punkte, Herzen, Wassertropfen, Schnörkel, Banner und alle möglichen Zierelemente am Ende deiner Skizze einzeichnen. Dann siehst du, wie viel Platz du noch hast. Du kannst zum Beispiel kleine Zweige oder Blümchen zeichnen, ein Banner um Text skizzieren. Oder Buchstaben verschnörkeln. Tipp 6: Zeichne mit Bleistift vor. Einer der wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, ist, dass du mit Bleistift vorzeichnest.
So kannst du immer noch etwas abändern und schauen, ob die Position passt. Auch die Rechtschreibung solltest du vor dem Einsatz eines Filzstiftes nochmal kontrollieren. Wichtig ist, dass du nur ganz leicht aufdrückst, damit man die Striche wieder gut wegradieren kann. Viel Spaß beim Ausprobieren!